Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Blood. So, wir haben noch zwei Sequenzen zu unterbrechen oder umzulegen. Zwei Schalter noch umzulegen hier. Oh, was war das denn? Ihr habt auch einen Fernkampfangriff? Das ist mir neu. Na komm, geh mal drauf. Danke. Tschüss. Was auch immer das jetzt sollte. Guck mal, ich kann euch auch brennen lassen. Dass die Acht immer so weit weg ist. Wir dürfen noch einen Explosiven hier unten haben, oder? Oder oben ist zumindest noch was. Und da ist noch was. Okay, da geht's wahrscheinlich dann weiter. Spinni. Wahrscheinlich daher gekommen, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Oha. Dann brennen wir schön. So, Nummer 2. Ihr seid ja netterweise in die Lava gesprungen. Ah, da haben wir noch ein paar Pflänzchen. Okay. Da noch. So. Ich glaube erstmal nicht hoch. Ich muss sagen, die Lava ist, glaube ich, relativ praktisch. Kann das sein? Ich glaube, die hilft mir mehr, als dass sie mir schaden würde. Prima, dann haben wir jetzt aber den Dagger-Key. Damit können wir dann dort hinten rein. Ich schätze mal, die nächste Sequenz beenden. Oder anleiern. Na toll. Ich habe echt das Gefühl, wenn man sich hier geduckt fortbewegt, ist man mehr oder weniger unverwundbar, zumindest was den hier angeht. So, das wär's mit euch. So, brennt schön. It's a friend. Bisschen Beast wischen. Part 2.
neue Doctor Spec. Ja, ich glaube, in dem Level sind sie echt wieder spendabler. Vielleicht haben sich da schon zu viele Leute beschwert, dass im Level zuvor zu wenig drin waren. Macht aber halt keinen Sinn. Hätten sie ja gleich umstellen können. So, hier ist aber erstmal nichts. Gut, dann schaffen wir uns das und Teleporter direkt zurück, schätze ich mal, oder? Jawohl. Sehr nett. Gut, dann auf zum letzten Part. Dann hätten wir hier einmal Mond. Dann Feuer. Und dann den Dolch. Hallo. Okay. Zwei Stück ist schon heftig. Haben wir noch irgendwelche Secrets? Na, erstmal nicht. So, die können da mal weg. Nimmt doch echt kein Ende, habe ich den Eindruck. Klappe halten. Hm. So, und was war jetzt hier drin? Du, aber ansonsten nicht so wirklich viel. Ah, nee, guck mal. War es das schon? Nee. Das hat nur den Weg hier geöffnet. Alles klar. So, legen wir das mal um. Bringt jetzt was? Ein Geist. Ah, da hinten die Tür hat sich wohl geöffnet. Alles klar. Hey, wieso löscht das da nicht? Ich glaube, ich soll aber doch langsam hier ein bisschen die dickeren Geschütze auffahren. So, guck mal, das geht doch viel besser. Okay. Dass ich gespeichert habe. Das war nix. So. Einmal. Zweimal. Nein. Waffe wollte ich, die ist halt echt nicht gut zu erreichen vom Nummernpad her. Ich bin zu weit weg. Okay, das wär's jetzt aber. Wir kriegen auch zum Glück wieder eine ganze Menge Zeug zurück. Das ist ja ganz nett. So, langsam wäre auch wieder mal eine Doctor's Bag angebracht. Die ist jetzt schon wieder fast aufgebraucht.
Husch. So, dann leg dich mal hin. Okay, da wäre der nächste Schlüssel, gut zu wissen. Und da können wir dann unten rein. Okay, wie kommen wir an den Schlüssel ran? Vielleicht nochmal zurück. Hier war doch noch was, oder? Also wir könnten halt hier runter. Vielleicht ist das ja der richtige Weg. Mir zumindest gut vorstellen, dass das was bringen könnte. Blub, blub, blub. So, Kinas. Ja, toll. Aber gut zu wissen. Hier wird es übel. Das heißt, sprengbereit halten. Okay, das war natürlich fies. Mit dir konnte ich nicht rechnen. Wurde, was mich die letzte Zeit erledigt hat. Zu viel Leben gekostet. Naja, wird schon werden. Hier wird nichts geswallowed. Ah, so kommen wir jetzt natürlich an den Schlüssel. Okay, gut zu wissen. Dann kicken wir dich noch schnell runter. Ich denke mal, dass da unten ein bisschen mehr jetzt abgeht. Husch. Na toll. Ich glaube, das lade ich nochmal. Das lief überhaupt nicht gut. Wie gesagt, der eine Schuss hat das ein wenig versemmelt. So, Ruhe da unten. Und dann bereiten wir uns mal drauf vor. Die Herren. So. Oh. Schießt du dich halt aus dem Level raus. Das ging besser. Was gibt's hier drin? Jede Menge Gegner. Alles klar. Okay, das waren sie alle. Nett. So, Superschild. Dann irgendwann nochmal leben und ich bin glücklich. Einigermaßen. Whoa, what the hell did that do?
Eine Tür hat sich geöffnet. Dann schauen wir doch mal welche. Vielleicht die zum Endboss. So, hier waren auf jeden Fall noch einige Gegner. Sehr schön. Oha. Überraschung. Oh, ich sehe gerade, so viel habe ich da auch nicht mehr von. Na gut, ich habe sie auch hier relativ ausführlich genutzt. Passt mal mit dem Explosivzeug auf. Da könnt ihr euch ganz schnell dran verletzen. Und vor allem mich. Das will doch keiner. So, nehmen wir immer noch mit, was irgendwie mitzunehmen ist. Okay, ich bräuchte wieder Leben. Die Tür eventuell, kann das sein? Ja. Okay. Doch noch ein Level weiter. 200 Gegner. Naja. Beauty and the Beast. Alles klar, das wird wahrscheinlich dann der Endboss sein. Wir haben halt leider nicht so wirklich viel Leben. Na gut, Autosave haben wir ja. Aber vielleicht werden wir vorher noch ein bisschen ausgestattet. Das sieht nach Bosskammer aus. Ha, ich habe mal wieder Leben gefunden. Seit 3 Leveln oder so. Dann war das wohl wirklich eine Designentscheidung. Habe ich so den Eindruck. Okay. Ach, du bist das scheinbar, oder? Ja. Hallo, Endboss. Interessant. Mehr davon? Das ist nicht schön. I'm gonna have to put you down. Ja. So, was hat das denn gebracht? Oh, hi. Läufst du mal da ein bisschen rum? Okay, das war's. Da haben wir aber noch einen. Nicht stampfen. Au. Du rennst doch ein bisschen zu viel rum gerade. Ah, da wird der Levelausgang. Wahrscheinlich einfach nur durchhalten, wie es scheint. Aber ich will ihn ganz gerne noch erledigen, wenn das denn möglich wäre. Ich meine, darum sind wir ja hier.
Okay, wo bist du jetzt gelandet? Na, der Herr? Wo haben wir es denn? Oder haben wir ihn jetzt zerlegt? Hm, da sich nichts mehr meldet. Okay, dann wär's das. Passenderweise auch gerade zum Ende der Folge. Okay, erster DLC mitgenommen. Tatsächlich nochmal ein gut Stück schwieriger als das Hauptspiel, aber ich glaube, das ist natürlich auch Sinn der Sache. Ist ja auch oft so, dass dann die Expansion Packs oder halt, wie gesagt, bevor es DLCs waren, waren es ja Expansion Packs oder Add-ons, halt nochmal ein Stückchen schwieriger geworden sind. Da bin ich mal gespannt, was der letzte so zu bieten hat. Und danach geht's dann mit Blatt 2 weiter. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Macht's gut, bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.